Die Konstruktion besteht aus einem groben Holzreifen mit Holzspeichen. Die Maschine ist kaputt. Die Konstruktion besteht aus einem groben Holzreifen mit Holzspeichen. Bei dem Geräusch von fließendem Wasser bekomme ich immer so einen Druck auf der Blase. Ich überlege kurz, ob ich nicht in die Fluten springen soll, aber wirklich nur sehr kurz. Das Wasserrad wurde gebaut, um eine natürliche Energiequelle anzuzapfen, den Bach. Das Rad hat eine Kante aus grob gehämmertem Eisen. Die Eisenkante des Wasserrades würde mir die Haut von den Fingern fetzen, wenn ich es anfasse. Eine Holzkiste ist mit einem Wasserrad daneben verbunden. Das scheint gut zu funktionieren. Ein Haufen feuchter Blätter. Ein Haufen feuchter Blätter. Ein Haufen feuchter Blätter. Ein großes Holzkreuz. Es ist schwer, wohl mit Absicht. Ich sehe keinen großen Nutzen darin, das Kreuz zu schärfen. Das scheint gut zu funktionieren. Zwei runde Steine sind sorgfältig auf einem Holzgerüst ausbalanciert. Die Steine sind zu schwer, um sie von Hand zu drehen. Mit der Hebelwirkung des Kreuzes konnte ich einen der Steine drehen, doch der andere blieb unbeweglich liegen. Hallo, jemand zu Hause? Als kleiner Junge wollte ich immer ein Baumhaus. Das scheint gut zu funktionieren. Geflochtene Lianen bilden eine Art Treibriemen.
Dieses Lianenseil könnte noch nützlich sein. Der Metallkegel ist ein ausgezeichneter Behälter. Die geflochtenen Lianen bilden einen Treibriemen, der die beiden Steine verbindet. Jetzt funktioniert das Gerät. Ein Haufen feuchter Blätter. Die Maschine ist kaputt. Die Konstruktion besteht aus einem groben Holzreifen mit Holzspeichen. Ich lege den Kontoauszug auf die feuchten Blätter. Ein Haufen feuchter Blätter. Ein Haufen feuchter Blätter.
Ich halte die Statue an die Eisenkante des Rades und ein Funkenregen sprüht auf den Blätterhaufen herunter. Schnell, Mann, machen Sie das Feuer aus. Ich habe eine kranke Frau hier oben. Tut mir leid, Pater, aber ich musste irgendwie Ihre Aufmerksamkeit erregen. Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Ich bin Pater Hubert. Ich vermute, Sie sprechen nicht zufällig Französisch? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich habe heute Morgen eine junge Frau am Fluss gefunden. Sie hat hohes Fieber. Das arme Ding ist dem Tode nahe und ich kann nichts für sie tun als beten. Ich verstehe sie nicht, aber ich glaube, sie spricht Französisch. Warten Sie mal, das muss Nico sein. Was machen Sie eigentlich hier draußen im Dschungel? Gottes Werk verrichten. Nicht ganz das Ziel, das ich früher vor Augen hatte, aber immerhin. Naja, Sie wissen ja, was man so sagt. Unerforschliche Wege und so. Sie wollten gar nicht hierhin? Nein, ich war unterwegs zum Bergbaucamp oben im Norden. Aber ich bin hier hängen geblieben, als mein Boot auf den Fluss kenterte. Genau das Gleiche ist mir auch passiert. Wie lange sind Sie schon hier? 11 Jahre. Das ist meine Freundin, die Sie da in Ihrem Baumhaus verstecken. Was ist los mit ihr? Sie ist von einer giftigen Flussschlange gebissen worden. Aber können Sie nicht irgendwas für sie tun? Es muss doch ein Heilmittel geben. Penicillin und Morphium sind mir schon vor Jahren ausgegangen. Aber die Eingeborenen erzählen sich von einer Wurzel, die das Gift neutralisieren soll. Wo kann ich diese Wurzel finden? Das weiß ich nicht, aber vielleicht kann es uns der Schamane des Dorfes sagen. Zeigen Sie mir den Weg zum Dorf? Ich? Oh, aber ich kann nicht. Kann nicht? Nikos Leben hängt davon ab. Sie haben ja recht. Natürlich, ich darf nicht meine eigene Schuld und Scham, aber ich kann doch nicht als Stellvertreter des Herrn mit zerknittertem Kragen gehen. Ein zerknitterter Kragen? Sie wollen sagen, dass Ihnen Ihre gepflegte Erscheinung und Kleidung wichtiger ist als das Leben einer kranken Frau? Ich gehe nicht in das Dorf, wenn ich nicht wenigstens so gut wie möglich aussehe. Geben Sie Ihren Kragen mal her. Ich finde bestimmt einen Weg, ihn zu glätten. Vielen Dank, mein Sohn. In der Zwischenzeit muss ich über meine Predigt nachdenken. Diesen Priester belastet offensichtlich noch einiges mehr als nur die Knitterfalten in seinem Kragen. Hier bin ich also gelandet. Hunderte von Kilometern von zu Hause, um den Haushalt eines Priesters zu führen. Ja, die Welt ist schon ziemlich komisch. Die Bügelpresse funktioniert erstaunlich gut mit dem Kragen. Hier ist Ihr Kragen, Pater. Vielen Dank, George. Sie glauben bestimmt, es sei etwas versponnen von mir, so einen Wirbel zu machen. Oh nein. Wenn ich 11 Jahre im Dschungel gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch völlig Banane. Banane? Ja, vielleicht bin ich das wirklich, seit meinem letzten Besuch im Dorf. Wollen Sie mir nicht erzählen, was im Dorf passiert ist? Ich habe mein Gelübde vergessen. Ich ließ mich überwältigen von der Schönheit dieses unberührten Paradieses. Und in einem Moment der Schwäche brach die animalische Leidenschaft in all ihrer Bosheit durch. Haben Sie schon mal daran gedacht, romantische Literatur zu verfassen? Sind Sie vielleicht auch irgendwie eine körperliche Verbindung eingegangen in diesem Dorf? Ja. Ich schäme mich, es zuzugeben. Aber ich habe den Affentanz getanzt. Den Spitznamen dafür kannte ich noch gar nicht. Ich will lieber nicht noch tiefer in Huberts dunkler Vergangenheit wühlen.
Jetzt, wo Sie Ihren Kragen wieder haben, bringen Sie mich jetzt zum Dorf? Ich habe meine Predigt noch nicht fertig. Hören Sie mir mal gut zu, Pater. Ich weiß nicht, warum Sie sich so sträuben, in das Dorf zu gehen, und es geht mich auch nichts an. Aber der Grund kann wohl kaum wichtiger sein, als Nikos Leben zu retten. Sie haben recht. Ich muss verrückt sein. Wir müssen uns beeilen, wenn wir das Dorf vor Einbruch der Nacht erreichen wollen. Als wir endlich im Dorf ankommen, ist es Sonnenuntergang. Hallo Jungs, freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George, er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George. Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Ja und? Meine ganze Familie ist schon von einer Schlange gebissen worden. Ich bin sogar mal von einer Maus gebissen worden. Es geht ihr wirklich schlecht. Ich habe gehofft, euer weiser Mann hätte vielleicht eine Medizin. Ein weiser Mann? Der muss im falschen Dorf sein. Pater Hubert sagte, hier im Dorf gäbe es einen weisen Mann, der mir helfen könne. Oh, er meint bestimmt den alten Mann, den Schamanen. Wollt ihr einfach rumstehen und zusehen, wie meine Freundin stirbt? Natürlich nicht. Halten Sie uns vielleicht für primitive Wilde? Wir beginnen natürlich sofort mit den Vorbereitungen für eine Feuerbestattung. Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Die ewige Frage, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Gebt mir doch mal einen Tipp, was für Sachen mag euer Schamane? Hat er ein Hobby, einen Lieblingssport? Sie beleidigen uns. Der Schamane lebt auf einer höheren Geistesebene. Na gut, dann vielleicht ein Buch oder ein Puzzle. Hassen Sie es auch so, Geschenke für Leute auszusuchen, die Sie gar nicht kennen? Hier, diese Kekse werden ihm schmecken. Wenn Sie meinen. Er mochte die Kekse, besonders die schwarzen. Er will wissen, ob sie noch mehr haben. Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Dieser nützliche Metallkegel ist für tausend Dinge zu gebrauchen. Ja, zum Beispiel? Als Schutzhelm beim Mofa-Fahren? Glaube ich nicht. Hört mal, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte eurem Schamanen das hier schenken. Soll er das etwa essen? Er ist schließlich ein alter Mann. Er könnte daran ersticken. Hat euer weiser Schamane vielleicht Verwendung für einen Lippenstift? Nicht in der Farbe. Haben Sie nichts in Schwarz? Natürlich nicht. Dieser Stein hat mich hergebracht. Das ist ein Geisterstein. An Ihrer Stelle würde ich den nicht anfassen. Du hast recht. Er könnte verflucht sein. Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Stopp! Das hier ist ein Privatdorf. Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Das sollte ich mir nochmal überlegen. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Ich lege mein Stück Glückskohle in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden.
Ich werde sie ihm bringen. Der Schamane wollte den schwarzen Felsen nicht. Das sollte ich mir noch mal überlegen. Das sollte ich mir noch mal überlegen. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. Da können Sie nicht reingehen. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Der Schamane will mit Ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also, war nett mit euch zu plaudern, Jungs. Die Frau zermalt Mais in einer Schale zu einem klebrigen Brei. Diese Frau ist bestimmt nicht der Grund, warum ich hergekommen bin. Der alte Kerl war offensichtlich der Schamane dieses Dorfes. Ein Korb voller Steine. Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, den Dorfbewohnern ihre Steinsammlung zu klauen. Der Mann ist damit beschäftigt, ein Stück Stoff zu weben. Dieser Mann ist nicht derjenige, nach dem ich suche. Der Mittelpunkt des Dorfes, das gemeinsame Kochfeuer. Der alte Kerl war offensichtlich der Schamane dieses Dorfes. Hi, ich heiße George Stobart. Bitte setzen Sie sich. Willkommen, George. Danke. Es ist seit langem geweissagt worden, dass ein weißer Mann den Kojotenstein in dieses Dorf bringen würde. Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Und Sie wollen, dass ich sie heile? So war's geplant. Können Sie ihr helfen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Hören Sie, meine Freundin liegt im Koma. Bitte, alter Mann, geben Sie mir die Wurzel. Welche Wurzel? Warum besucht Pater Hubert so ungern das Dorf? Ich weiß auch nicht. Er kam früher viel hierher. Aber dann hat das einfach aufgehört. Man sollte doch annehmen, er würde gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Sagten Sie gerade, dass Pater Hubert Kinder hat? 3 Mädchen und 5 Jungen nach meiner Rechnung. Alle in derselben Woche gezeugt, beim Fest des Affentanzes. Pater Hubert hat mir von einer Wurzel erzählt, die den Biss der Flussschlange heilen kann. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Das war unser Geheimnis, das nur den Leuten meines Stammes bekannt war. Wenn diese Wurzel Nikos Rettung bedeutet, dann will ich sie. Schnell! Es ist noch Zeit, George Stobart. Zeit, um zu erfahren, warum Sie hierher gerufen wurden. Na schön. Wenn ich mir Ihre Geschichte anhöre, bekomme ich dann die Wurzel? Der Aal reist weit, doch er kehrt immer zur Stätte seiner Geburt zurück. Ach ja, ich vergaß. Mein Zeitplan ist ziemlich knapp, also überspringen Sie bitte den Rätselteil, ja? Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind, Tezcatlipoca, nahm seinen Platz als Anführer ein und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des 5. Zeitalters bringen sollte.
Und so stellten die Priester 3 Obsidiansteine her, die die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln. Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des 5. Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzaks Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien. Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den Sie jetzt besitzen. Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Können Sie mir zeigen, wie ich zur Pyramide von Tezcatlipoca komme? Erst, wenn Sie alle 3 Steine besitzen. Ich vermute, das hier wäre Ihnen wohl nicht sehr nützlich. Aber im Gegenteil. Dieses Wachs am Stiel wird unser Leben verändern. Wie denn das? Was wollt ihr damit? Unsere Körper für den Affentanz schmücken. Nehmen wir mal an, ich glaube, dass an Ihrer Story irgendwas dran wäre, außer den wilden Hirngespinsten eines durchgeknallten alten Mannes. Nehmen wir mal an, ich schlucke die Geschichte mit Haut und Barthaaren. Was dann? Dann würden Sie erkennen, dass das Schicksal der gesamten menschlichen Rasse auf Ihren Schultern ruht. Bekomme ich irgendwas, um Tezcatlipoca zu bekämpfen? Was denn zum Beispiel? Naja, eine magische Waffe. Bleiben Sie doch bitte realistisch, George. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätseln. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne. Aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Heute ist die Nacht des Affentanzes.
Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien.